Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu... Ja, es ist alles verbrannt hier, Leute. Es ist kugelt, die ganzen Bäume sind abgefackelt. Es sieht hier nicht schön aus, um ehrlich zu sein. Aber bei Mark Forster kann sowas eben schon mal passieren, dass eben Sachen durchbrennen. Vor allem die Weiber. Wenn die Mark Forster gucken, dann gehen sie alle fremd. Eventuell. Die Jungs vielleicht auch. Ich will jetzt nicht irgendwie... es nur schieben. Wir wollten hier Industrie hinmachen, und zwar richtige Industrie. Richtige Industrie, Leute! Indem wir hier vielleicht mal etwas größeren Weg machen. Wir machen da am besten schon einmal einen Dreierweg. Einbahnstraße nicht. Einen ganz normalen Weg hin. Aber das ist okay, wenn ich das dann so lasse. Geht das? Nee, natürlich nicht. Heißt, wir müssen das verschieben, ganz kurz einmal, so, das da verschieben wir, einmal kurz nach da. Dann bauen wir hier mal kurz weiter, weiter, hyper. Kreisverkehr könnten wir lassen oder aber auch wegmachen. Sechsspurige Einbahnstraße. Es ist halt schon, ich meine, Industrie ist halt auch groß, oder? Ach komm, weißt du was, wir machen den erstmal weg. Wir können den immer noch mal hinmachen, wenn wir das denn wirklich wollen. Wenn du das wirklich willst, wenn du das wirklich willst, dann machen wir das so. Dann kommt das mal wieder zurück. Oder kann das hier bleiben? Strom hat es ja, alles super. Wasser hat es auch, ne? Ja, es kann schon so bleiben, finde ich. Und dann machen wir hier wirklich mal große Industrie hin. Das war auch, glaube ich, war nicht irgendwo auch Agrarindustrie in der Gegend? Ich meine nämlich schon, ne? Ach, genau hier. Ja, Leute. Müssten wir eigentlich schon Agrar hinmachen. Die Frage ist halt nur, weil wir haben ja auch Solar, passt ja auch zu Bauernhöfen und so. Die Frage ist nur, brauchen die viel Verkehr, Traktore und so? Klar, natürlich. Aber wir lassen das mal eben so als Landstraße. Eine dreispurige Landstraße ist ein bisschen übertrieben. Normal sind die immer zweispurig. Lassen wir mal da. Machen aber mal Abzweigungen von hier einfach mal weg. Ich schaue nochmal kurz. Agrar ist genau hier in diesem Gebiet, okay? Machen wir mal hier so ein paar Straßen lang. Vielleicht bis nach da oben. Bis nach hier. Nicht genügend Geld. Du mich auch nicht genügend Geld. Deine Mutter nicht genügend Geld. Oh, es war doof. So, perfekt. Machen es auch nochmal hier unten so ein bisschen hin. Bis zum heiligen Wasser. So, perfekt. Nein. Ich hasse dieses Ziehen von Sachen, ne? Okay. Der hatte auch ein paar Probleme. Wusste nicht genau wohin, mit sich selber wahrscheinlich. Das kommt nochmal kurz weg. Und dann nochmal hier unten nochmal ein bisschen was rein, denke ich. Vielleicht hier so ein bisschen was Gekrümmtes vielleicht. Das passt dann auch gut zu, ne? Sowas hier vielleicht. Ja, machen wir es mal so. Ja, ist ja super so. Und hier vielleicht auch noch was rein. Von hier hinten vielleicht. Und machen es mal in die entgegengesetzte Richtung. So. Und dann so. Und so, super. Und dann machen wir hier ein neues Gebiet. Und machen da Gebiet. Und machen da Agrar hin, Leute. So. Mit dem zusammen hier sogar noch. Und dann decken wir das Ganze mal ab. Ich habe noch nie Agrar gemacht, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt jetzt gerade, wie das sich alles hier so verhalten wird. Das müssen wir noch machen. Das da kann gemacht werden. Und dafür brauchen wir gleich einen Pinsel. Also dieses hier. Dieses Auswahlswerkzeug. Das da geht eigentlich auch noch. Super. Machen wir das Ganze mal bis hier so hin, denke ich. Und hier auch noch. Bis nach dahin ist okay, glaube ich. Dahin, dahin und dahin. Super. Vielleicht können wir hier noch was hinmachen, so. Und jetzt das Ganze nochmal eben markieren als Richtlinien. Agrar, Leute. Agrar. Ne, machen wir, glaube ich, hier. Bei denen machen wir das, glaube ich, ne? Genau. Hier. Agrar, Leute. Machen wir hier hin. Und kostenlose Busse natürlich. Die brauchen auch nicht so etwas wie, die brauchen da jetzt keine U-Bahn-Station oder so, denke ich. So, ich bin mal sehr gespannt. Wir brauchen noch Wasserleitung wahrscheinlich, die sich da mal langsam ausbauen sollte. So. So und so, perfekt.
Machen wir nochmal kurz hier so eins hin. So und so. Damit es schön, schöner. Es muss einfach auch schön aussehen. Dann bräuchten wir eventuell noch Polizei und Feuerwehr und so. Ein Arzt brauchen wir nicht, aber wir brauchen Polizei, denke ich mal. Feuerwehr wäre auch super. Mal vielleicht hier so mal hin. Eine Feuerwehr und vielleicht auch eine Polizei. Die kommt hier mal eben rüber. Haben wir die beiden auch schon mal sofort gemacht. Die bräuchten wahrscheinlich noch Strom. Haben sie schon. Ah, wegen den beiden. Oh, ich bin so ein Cleverle. Und jetzt bauen sich so eben Felder auf. Ich bin gespannt, wie sehr es hier befahren sein wird, um ehrlich zu sein. Habe ich wirklich wenig Plan von. Aber wird schon irgendwo. Oh Gott. Das sieht so schlimm aus hier, ne? So schlimm. Okay, jetzt brauchen wir wieder. Nee, ich mache jetzt wirklich, ohne Witz, ich mache jetzt keine Nachfrage nach, nach hier was. Guck mal, nicht genügend Kunden. Ja, dann geht doch da hin einkaufen. Wo ist denn euer Problem? Boah, da ist so viel los. Okay. Dann sollen sie dann einkaufen gehen, so. Ich meine, da ist auch schon wieder alles weg. Dann, nee, mache ich nicht. Tu mal. Oh, kein Wasser mehr, aber ich denke mal, Wasserverfügbarkeit ist ein bisschen low gerade. Du bist so low. Machen wir eben hier nochmal eins hin. Nach da. Haben dann wieder ein bisschen was verfügbar. Super, super, duper. Okay, perfekt. Pferdewagen. Was ist denn mit Pferdewagen? Muss mal öfter die Sachen lesen da oben, ne? So, wir müssen uns mal kurz um die Busse kümmern, damit ihr auch ein weniger Verkehr herrscht eventuell. Also, ich würde jetzt einen Busbahnhof hinbauen. Und zwar einen Busbahnhof, Depot haben wir. Aber ein Depot ist automatisch Busse zu ihren Buslinien. Okay, bauen Sie Linien mit dem Bushaltestellenwerkzeug. Die Anzahl der verfügbaren Busse können Sie durch die Anhebung, Senkung der Nahverkehrbudget regeln, genau. Depot für Bio haben wir quasi gemacht. Und hier ist quasi ein Busbahnhof, ist ein Knotenpunkt für Busverkehr. Hier starten oder beenden Busse ihre Routen. Hier starten und beenden die ihre Routen. Okay. Hier starten und beenden die das. Ha. Ich baue es mal eben hin, einfach nur um zu gucken, wie es aussieht. Ach so. Heißt, ich kann. Aber kann ich hier Haltestellen reinmachen? Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Neue Linie hinzufügen. Das müsste eigentlich funktionieren, ne? So problemlos. Ja. Und normalerweise auch. Kann ich es mal entfernen wieder? Geht das? Okay, super. Und ich kann auch hier weggehen. Wir machen mal daraus eine Einbahnstraße. Kann ich hier auch irgendwas anknüpfen? Ich glaube schon, ne? Ja. Nee. Aber warte mal, die drehen. Ach so, die drehen da, oder wie? Heißt, die, die fahren hier hin und fahren hier weg und fahren. Okay, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir machen das einfach mal. Ich habe jetzt wirklich null Plan, ob das hier funktionieren wird. Vor allem. Naja. Ob das Sinn machen wird, weiß ich, um ehrlich zu sein, gerade noch gar nicht. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Wir machen es, wir versuchen es mal, okay? Und zwar machen wir hier einfach mal eine Haltestelle, die vielleicht dann von der U-Bahn aus gesehen, ja, vielleicht einfach mal hier durch diese Stadt, nee, durch diese Stadt hier fährt, vielleicht so, einmal, vielleicht da oben noch hin, zweimal, vielleicht da so hin, dreimal, dann vielleicht, ist eigentlich ein dummer Weg hier, ne? Fährt er quasi wieder zurück. Ah, ist ja okay. Dann vielleicht noch hier hin. Ist aber, glaube ich, nicht notwendig. Und dann wieder zurück, normalerweise, oder? Linie abschließen. Dann haben wir eine Linie gemacht, quasi, die so funktioniert. Buslinie 1. Machen wir mal in so einem Pinkton. Erst einmal. Dann haben wir hier eine Linie, die quasi hier lang geht. Und wenn wir dann quasi hier hingehen und eine zweite Linie machen, könnten wir die rein theoretisch zum Beispiel in das Gebiet hier schicken, oder?
Hallestelle habe ich doch gemacht, oder? Okay, super. Hör mal, vielleicht hier so rein. So. So. Da war, glaube ich, auch eine U-Bahn, oder? Die war ja, glaube ich, gar nicht. So. So. Und so. Noch eine dritte Linie, die dann vielleicht irgendwie in dieses Gebiet hier reingeht. So. So. Ihr merkt vielleicht, ich habe jetzt wenig Ahnung, ob ich das alles richtig mache hier, um ehrlich zu sein. So. So. So und dann abschließen. Machen nun kurz die Linien eben in einer anderen Farbe. Vielleicht da nochmal irgendwie so ein Türkis. Und da nochmal irgendwie so einen gelblichen Ton. Aber so bekommen wir halt immer... Also ihr müsst mir in die Kommentare ganz dringend schreiben, ob das so richtig ist, was ich gerade hier mache. Oder ob das total verkehrt ist. Aber ich denke mir, wenn wir hier einen Knotenpunkt haben, dann können die von überall einfach hier hinfahren. Und dann ist ja gut, entweder fahren mit der U-Bahn. Oder die fahren halt... Also dann können die hier quasi die drei Buslinien auswählen. Und haben das schon mal verknüpft so ein bisschen. Passt doch ganz gut, denke ich, oder? Und dann lassen wir ja oben einfach den Busdepot. Wobei das, wir machen kurz diese drei Linien nur, okay? Das kommt kurz mal weg. Und hier oben müssen die halt ihre eigenen drei Linien haben normalerweise, oder nicht? Hier haben wir die Buslinie, da ist, glaube ich, das Dingens, genau. Oder machen wir da oben halt ein eigenes Depot hin? Macht aber, glaube ich, keinen Sinn, oder? Guck mal, jetzt fahren die zum Beispiel alle raus. Ist aber irgendwie auch unsinnig. Wir brauchen halt ein eigenes Busdepot hier unten normalerweise hin. Damit wir die rausschicken können, ne? Bio-Dingens war das, ne? Busbahnhof Bio? Ne, hier. Depot für Bio-Dingens, genau. Die sollen quasi die Busse rausschicken. Da müssen die da oben nicht so hektisch fahren und durch den ganzen Stau geraten und so. Und dann machen wir hier halt eine Buslinie hin, machen vielleicht ein Depot hier sogar hin. Also so ein, ne? Und dann können die da eben auch umsteigen. Macht meiner Meinung nach Sinn, aber ich weiß nicht genau, ob das richtig ist. Ich bin ein bisschen overtalked. Overasked natürlich. Nicht überredet, sondern überfragt. Overasked. Overasked. Okay. Ja, soweit, so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber okay, gut. Machen wir mal kurz hier so einen Sensor. Super, super, super. Also, keine Ahnung. Die haben alle nicht genügend Kunden. Dabei haben wir halt... Ne, was soll ich noch mehr machen? So, ich kann halt nicht mehr als zaubern. Wir brauchen wie viel dafür? 90.000 war das, ne? 65.000. Können wir mal vorspulen hier. Wir machen 21.000 plus. Ist also alles super gerade. Wir brauchen halt Shopping. Aber Leute, ganz ehrlich, so... Guck mal, dann... Ne, was soll ich tun? So, hier ist noch nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwas gebaut worden. Warum? Weil wir keine Nachfrage danach haben. Weil, glaube ich, die zuerst alles... Also, wir haben einfach keine Nachfrage nach. Es ist einfach grottig gerade. Ganz ehrlich jetzt. Okay, super. Können wir jetzt bauen? Können wir. Okay. Hier rüber wollte ich es bauen, ne? Ist ein bisschen Lärmbelästigung. Das sind aber Häuser hier, ne? Oh, das sind Häuser. Das ist ungeil. Müssen wir eigentlich schon fast hier unten hinbauen. Passt aber nicht. Meint ihr, wir können. Ist halt schon sehr laut, ne? Dann haben die halt ordentliche Geräuschkulisse. Oder wir machen es halt hier hin. Aber ich denke, hier hat man halt keine Anbindung. Es muss halt schon irgendwo in der Innenstadt liegen. Damit man eben auch eine schöne Anbindung hat zu irgendwelchen Sachen. So, hier würde es hinpassen. Da haben wir, glaube ich, fast nur Commercial. Machen wir es da oben hin. Oder? Nee, ist aber auch doof. Ah, ich weiß nicht, da haben wir die U-Bahn. Ansonsten müssen die eben halt ein bisschen leiden, so. Aber ich will die nicht leiden lassen. Ich mag Menschen nicht leiden lassen. Außer dich. Ich weiß es nicht genau. Ist schwierig gerade. Da oben macht es halt auch keinen Sinn, so, weil, naja.
Hier haben wir halt die Uni und so, ne? Uni und Pipapo. Wir müssen es halt dahin machen. Es bringt halt einfach nichts, Leute. Und vor allem, bevor ich es vergesse, müssen wir hier... wo ist denn das? Es war doch geschrieben, ich soll mir nochmal die ganzen Sachen angucken, die man bauen kann, Leute. Mache ich auch auf jeden Fall noch. Was ist denn hier? Straßenmeisterei. Wenn sie nicht im Ende sind, parken Straßen im Straßenmeister. Was sind die Straßen? Gut, einen Zustand. Okay. Wo ist denn das? Ach, das da ist. Hier ist es, glaube ich. Wege. Und zwar, wenn wir hier halt ein Depot haben, mehr oder weniger, und die Leute hier sind, brauchen wir halt auch Überwege. Ne, nach Übersee. Vielleicht gar nicht mal so ungeil, aber ich glaube, es ist alles belegt hier, ne? Dann müssen die... Obwohl, die können ja einfach hier rüber gehen. Dann sind ja schon da, ne? Hier ist die U-Bahn. Ja, wir machen es einfach mal und machen hier... Oh, das ist belegt. Womit denn? Ah. Okay. Mal vielleicht mal irgendwie so was Tolles hin hier. Und sofort daneben können wir vielleicht so eine... Gefällig zu steil? Wie? Gefälle zu... Mach doch halt tiefer. Ja, super, Junge. Also ganz ehrlich. Nee, nochmal kurz weg. Und zwar machen wir das hier nochmal so hin. Das ist belegt dann. Wir können es erst hier hin machen, quasi. So. Und jetzt bitte mal nach oben bauen. Ab wo kannst du? Ab da. Super. Dann runter da mit dir. Das geht wiederum richtig fix jetzt gerade hier, oder was? So. Da haben wir es so angeknüpft, dann können die halt auch rüberlaufen, wenn sie halt wollen. Dann haben sie ja so einen Überweg. Und vielleicht nutzen die es ja dann quasi auch. Und dann machen wir hier quasi bei dem Depot jetzt nochmal hier ein paar Buslinien hin. Und zwar fangen wir wieder einmal hier an. Die erste Linie ist dann so ein bisschen dieser Bereich hier. Ah, der muss darum fahren, okay. Dann fangen wir trotzdem mal... Ja, der fährt einfach da raus halt, ne? Ist ja okay. Machen wir hier, machen wir hier, machen wir hier. Nein, das ist falsch. Nochmal kurz. Bitte nochmal entfreuen, Leute. So. Dann bis da oben, denke ich, passt das ganz gut. Ja. Nehmen wir das hier noch mit da oben? Ja, ne? Ich denke schon, oder? Da haben wir es eben zu hier. Wie fährt denn das jetzt hier? Fährt irgendwie nochmal doppelt. Aber ist ja okay. Erste Buslinie haben wir jetzt gemacht. Das ist dann wahrscheinlich die vierte jetzt, die wir gerade gemacht haben. Ja, okay, super. Dann die nächste Buslinie. Heute halt nur Busse und Bahn, Leute. Ist aber, glaube ich, in Ordnung. Die vielleicht so ein bisschen hier so durchfährt. In dieses Gebiet hier rein. Ich meine, da haben wir ja im Prinzip, ne? Aber trotzdem... Hier einfach mal daneben, vielleicht können wir es hinmachen, neben die U-Bahn. Ganz gerne hier, also schon ganz gerne noch da oben das mitnehmen irgendwie, aber wenn es geht, nicht hier, nee, weg damit, nicht auf diese Linie hier packen, sondern kann man das irgendwie, kann man das nicht anpacken, dass man das irgendwie nimmt? Wenn ich es wegpacke? Ja, warte mal. Ja, nein. Nein, weg damit. Aha. Okay, kann man glaube ich nicht. Alles klar. Doch, hier. Hinzufügen an Haltestelle ziehen. Achso, nein, will ich aber nicht ziehen. Ich will das da oben hin haben. Ah, perfekt. Aber ohne Haltestelle. Ach, du kannst mich mal. Ja, dann kommt die eben doch hier rein. Da oben nochmal, dankeschön. Dann haben wir das so irgendwie gemacht. Und dann geht die hier wieder runter, denke ich. Und knüpft da wieder dann an und macht dann zu. Ich mach voll dicht. Nee, es ist was? Hä? Ja, ich würde das hier oben weitermachen. Was ist denn da los? Das da. Weitermachen. Weiter. Können wir auch nochmal hier hin machen, denke ich. Und jetzt bitte abschließen. Dankeschön. Oh. Was? Der muss da unten wenden.
Das ist halt auch ungeil, dass der da unten wenden muss, damit er überhaupt klarkommt. Das müssen wir eigentlich anders lösen. Normalerweise. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, hier so einen ganz kleinen, aber feinen Wendebereich hinmachen? Einfach nur als Einbahnstraße. Da rein, da raus. Alles ist super. Keine. Da rein, da raus. Keine Staus. Da ist, glaube ich, eine Ampel jetzt, ne? Perfekt. Kann ich die kurz wegmachen? Ampel wegmachen? Ah, wartet. Boah. Ich hasse dieses Spiel. Ampel weg. Gut. Waren hier irgendwo anders noch Ampeln, die ich vielleicht übersehen habe, die jetzt gerade wichtig werden? Hier überall halt, ne? Wollten wir aber so lassen, meine ich. Da zum Beispiel, nein. Warum eine Ampel? Warum hier eine Ampel? Warum da zum Teufel eine Ampel? Da nicht genügend Arbeiter. Wahrscheinlich, weil auch nicht. Wir brauchen da halt mal eine Buslinie hin oder so. Wäre vielleicht ganz interessant. Okay, wie viel haben wir jetzt schon? Oh, wir müssen die Folge beenden. Nächste Folge noch ein bisschen mit der Busarbeiten, Leute. Tut mir voll leid. Bis morgen, haut da rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski.